Hallo meine Lieben, Dienstagabend 19 Uhr, ich bin wieder da mit meinen Fragen und Antworten rund um Haarpigmentierung für euch. Ich freue mich auf euch, dass ihr noch dazu stoßt. Wart mal noch ein paar Minuten, wie wir das schon immer machen. Mein Name ist Agnes Häfner, ich bin Haarpigmentierungsexperte und Mastertrainer. So, die mich noch nicht kennen, muss ich mich jedes Mal vorstellen, ne? Okay, ich warte noch ein paar Minuten und dann starte ich auch mit meinen Fragen. Ich habe bis jetzt 8 Fragen im Gepäck. Mal schauen, wie viele Fragen von euch noch dazukommen. Ich freue mich auf euch und jeder, der zuschaut. Ich grüße euch. So, ein kleines bisschen warten wir noch. Hallo Aleph. Ich hoffe, geht's dir gut. So, seid ihr schon ein paar da? Warten wir noch ein kleines bisschen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr auch jederzeit in die Kommentare reinschreiben. Werde ich, bevor ich fertig bin oder mit meinen Fragen fertig bin, auch eure Fragen noch live beantworten. Hallo, schön, dass du da bist. Okay, gut. Fangen wir an. Die erste Frage lautet, wieso muss man nach der Haartransplantation 12 Monate warten? Ja, nach der Haartransplantation muss man eben die Abheilungsphase, diese Zeit, bis alle Härchen, was eingepflanzt wurden, nachwachsen. Wir dürfen nicht zu früh pigmentieren, gerade im Bereich der Tonsur, wenn eine Haartransplantation stattgefunden hat, dann kann es wirklich sehr lange Zeit dauern, bis die letzten Härchen oder letzten Haare auch nachwachsen. Genau, und wir müssen abwarten, weil wenn wir zu früh pigmentieren würden, dann würde dieser Bereich, wenn die Haare nachgewachsen sind, dann deutlich dunkler aussehen. Also deswegen ist hier Vorsicht geboten, gerade im Bereich der Tonsur. Also erst 10-12 Monate abwarten und sicherstellen, dass keine Haare mehr nachwachsen. Erst dann dürft ihr mit der Pigmentierung beginnen, beziehungsweise eure Kunden müssen diese Zeit abwarten und erst dann zur Haarpigmentierung kommen nach einer Haartransplantation. Hallo! Okay. Die nächste Frage. Werden die Haarwurzeln bei der Pigmentierung geschädigt? Nein, die Haarwurzeln, auch die neu verpflanzte Haare, die werden nicht beschädigt. Wir kommen gar nicht mit unseren Nadeln in diese Hautschichten, wo die Haarwurzeln sitzen. Die sitzen nämlich deutlich, deutlich tiefer. Und die Haarpigmentierung ist ja sehr, sehr oberflächlich und wir berühren diese Haarwurzeln nicht. Also keine Angst, da kann überhaupt nichts passieren. Natürlich, wenn jemand sich jetzt nicht auskennt, ein Pigmentierer und unvorsichtig ist, dann kann man tiefer rutschen, aber das ist nicht oft der Fall, beziehungsweise alle, die in dieser Branche arbeiten, die passen schon auf, dass der Pigment in die richtige Hautschichten kommt. Die dritte Frage, wie lange darf man nicht ans Meer oder an die Sonne? Also nach einer frischen Haarpigmentierung darf man eigentlich die ersten 7 bis 10 Tage so gut wie möglich kein Wasser an die Kopfhaut kommen. Die ersten 3 Tage sind wirklich sehr, sehr wichtig und auch danach, gerade in die erste Woche, ist noch Vorsicht geboten. Ja, nach 3 Tagen darf man das erste Mal die Haare waschen, aber ich würde jetzt niemandem empfehlen, direkt im Urlaub zu fliegen und gleich ans Meer und stundenlang im Wasser plätschern. Das ist sicherlich nicht gut. Genau wie die Sonne. Also die Kopfhaut, die frische Pigmentierung und auch die spätere, die abgeheilte Pigmentierung muss immer vor dem Sonnenschein gut geschützt werden. Sei es jetzt mit einer Kopfbedeckung oder einer Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50, was wir empfehlen. Also es muss wirklich geschützt werden, weil sonst könnten die Pigmente frühzeitig verblassen. Die UV-Strahlen sind schädlich, nämlich für die Pigmentierung. Ja, an die Sonne, wie gesagt, also mit einer Fischerpigmentierung, frühestens ab dem 10. Tag kann man eincremen. Wenn unbedingt vorher schon an die Sonne gehen möchtet oder müsst sogar, dann unbedingt auf eine geeignete Kopfbedeckung achten.
Das ist sehr, sehr wichtig. Gut, die Frage Nummer 4. Ab wann darf man nach der Hautpigmentierung wieder Sport machen? Also wir empfehlen ihm die ersten 7 bis 10 Tage nach Möglichkeit auf Sport zu verzichten. Beziehungsweise, wenn ihr nicht aushaltet ohne Sport, dann achtet bitte darauf, dass ihr gerade in der Anfangszeit beim Sport nicht zu stark an die Kopfhaut schwitzt. Ja, das sollte man vermeiden. Also lieber, wenn ihr laufen geht oder Radlfahren tut's. Radlfahren wäre jetzt eh, glaube ich, nicht so ideal, würde ich mal sagen, wegen Herrentragen. Und ohne Herren ist ja nicht so sicher das Radlfahren. Also wenn ihr lieber laufen geht, dann achtet darauf, dass vielleicht mit einem langsameren Tempo, wo ihr nicht so stark zum Schwitzen kommt. Und ab dem 10. Tag könnt ihr ein bisschen mehr Power geben beim Sport, egal ob Radfahren oder Laufen oder sonstige Sportarten. Da darf man schon etwas schwitzen. Frage Nummer 5. Darf man mit einer Hautpigmentierung nie mehr in eine Sauna oder ins Wellness? Doch, natürlich kann man später auch mal in die Sauna gehen und auch in Wellness. Das gilt auch hier gerade die Anfangszeit, dass all diese Aktivitäten ja lieber nicht gleich machen solltet. Also beim Sauna und Wellness, da würde ich mindestens 4 Wochen abwarten, bis ich in die Wellness gehen würde. Also lieber ein bisschen mehr Vorsicht als Nachsicht. Und ich meine, Wellness wartet, Sauna wartet auch und jetzt kommen eh die Sommermonate. Man braucht ja nicht unbedingt in die Sauna gehen. Man kann draußen auch schwitzen. Gut, nicht heute und nicht gestern, aber ich hoffe, dass es noch kommt. Okay, die Frage Nummer 6. Wie kann ich ein Angebot erhalten? Kommen noch zusätzliche Kosten dazu? Also ein Angebot könnt ihr erhalten. Entweder ihr meldet euch per E-Mail, schickt uns eine Anfrage auf unserer Webseite, wenn ihr drauf geht, dann kann man direkt anklicken, Angebot erhalten oder ich möchte ein Angebot und dann werdet ihr direkt weitergeleitet. Ihr könnt euch gerne per WhatsApp melden und uns eine kurze Nachricht schicken, dass ihr gerne ein Angebot hättet. Ihr könnt natürlich auch anrufen. Das freut uns am meisten, wenn wir einen Anruf bekommen. Genau, also E-Mail, Telefonanruf oder WhatsApp-Nachricht schreiben oder Nachricht schicken, Sprachnachricht. Genau, auf diesem Wege könnt ihr uns erreichen. Unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse findet ihr auch im Facebook hinterlegt oder auf der Webseite www.skalplay.de. Also zusätzliche Kosten, genau das war auch noch die Frage. Also wenn ihr von uns ein Angebot erhalten habt, dann ist dieses Angebot fest. Also es wird nicht noch extra was dazu gerechnet, sondern wir schauen halt die Bilder an, die ihr im Vorfeld zuschicken müsst, weil natürlich ohne euch gesehen zu haben oder zumindest auf ein Bild können wir auch kein Angebot erstellen. Man kann nicht schätzen nach einer Beschreibung, wenn sich jemand selber beschreibt, mir fehlt da und da und das hätte ich gerne. So geht es nicht. Ja. Genau. Also am besten immer Fotos schicken, dann bekommt ihr das Angebot und dieses Angebot ist das Endpreis, da ändert sich dann eben nichts mehr. Es kommen keine zusätzlichen Kosten, keine versteckten Kosten oder dergleichen dazu. Und sogar ein Beratungsgespräch ist auch kostenlos bei uns. So, dann habe ich noch 2 Fragen, außer ihr schreibt noch was in die Kommentare für mich rein. Dann beantworte ich die auch sehr gerne. Die Frage Nummer 7. Wir haben ein Foto erhalten mit der Frage, ach so, ja, das habe ich notiert. Wir haben von jemandem ein Foto erhalten mit der Frage, können Sie mir sagen, wie viel Kraft ich ungefähr brauche und was es in etwa kostet? Ja, also wir kriegen öfter mal solche Fragen. Ja, aber das bezieht sich eher auf eine Haartransplantation und Haartransplantation bieten wir nicht an. Also wir können auch dementsprechend kein Preisangebot und keine Einschätzung geben. Also viele verwechseln leider immer noch, bei der Haarpigmentierung wachsen keine neuen Haare nach. Das ist alles rein optisch, auch wenn es wirklich so toll aussieht, als wäre das alles echt.
es sind keine echten Haare mehr, nicht, und die werden auch nicht länger. Ne? Das ist nur eine optische Täuschung sozusagen. Eine sehr schöne optische Täuschung, wenn es wirklich so echt aussieht. Die Frage Nummer 8. Müssen für die Haarpigmentierung die Haare vorher abrasiert werden? Ja, also diese Frage kann ich so beantworten. Also wenn jemand sehr große lichte Stellen hat, also ich empfehle, wenn es kein persönliches Beratungsgespräch stattgefunden hat, wo wir hätten schon im Vorfeld sehen können und beurteilen können, welches Pigmentton wir brauchen, dann empfehle ich für meine Kunden, dass sie zum ersten Termin mit einem längeren Haar kommen. Weil das ist nämlich so, wenn die Haare zu kurz sind oder schon sehr kurz abrasiert sind, dann kann man nicht die richtige Haarfarbe erkennen. Und für mich und mein Team ist es sehr wichtig, dass wir die Naturhaarfarbe sehen können und dementsprechend wählen wir das Pigment aus. Ja, das heißt, zum ersten Termin bitte nicht gleich die Haare abrasieren, man kann natürlich auch schon kürzen, aber es sollte so ungefähr 8 mm bis zu 2 cm kann auch ruhig bleiben, bloß für die erste Sitzung, und danach, wenn die kahlen Stellen zu groß sind und für eine Verdichtung einfach zu wenig Haare vorhanden sind, dann ist es empfehlenswert, dass die Haare spätestens zum zweiten Sitzung getrimmt werden, also nicht komplett abrasieren, nicht so, dass die Haut ganz glatt ist, man muss die Stoppeln noch erkennen können. Ja, und wenn es um eine Haarverdichtung geht von Haus aus, wo klar ist, es sind ein paar kahle Stellen und die müssen nur verdichtet werden, dass die optisch voll aussehen, in dem Fall müssen nie die Haare gekürzt werden, die können immer lang bleiben. Ja? Also es ist nur bei dem Stoppellook wichtig, wenn die kahle Fläche schon so groß ist, dass eine Haarverdichtung mit der Haarpigmentierung nicht in Frage kommt, dann ist das Ergebnis einfach natürlicher und viel schöner, wenn die Haare getrimmt werden. So, ich habe meine 8 Fragen durch, die ihr bis jetzt mir zugeschickt habt. Wenn ihr noch welche Fragen habt, könnt ihr jetzt gerne noch in die Kommentare schreiben. Ich freue mich, die beantworten zu können. Also 8 Fragen haben wir schon lange nicht mehr so viele Fragen gehabt. Wobei jetzt viele Fragen, ich merke es immer, dass die ähnliche Fragen hatten wir schon die Woche vorher und haben wir schon besprochen. Aber ich merke, dass die Interesse immer größer wird, dass immer mehr Leute sich damit beschäftigen, mit der Haarpigmentierung, sei es jemand, der pigmentieren möchte oder schon pigmentiert, oder auch Kunden, die gerne diese Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten. Also die Interesse ist von beiden Seiten riesengroß und das kann ich ja auch verstehen. Schließlich ist die Haarpigmentierung noch nicht so verbreitet in Deutschland. Es gibt auch noch nicht so viele, die das schon anbieten und vor allem richtig schön praktizieren. Ja, also viele Kunden möchten das auch haben. Übrigens, wir von Skalpline haben auch schon sehr viele Schüler und Schülerinnen ausgebildet. Die sind deutschlandweit zerstreut, die sind wirklich überall. Wenn jemand als Kunde an einer Haarpigmentierung Interesse hat, der darf sich gerne bei uns melden und wir können euch die richtige, sag ich mal, Skalpline-Schüler zuweisen, die bei euch in der Nähe ist, womit ihr nicht so weit fahren müsst für eine Haarpigmentierung. Unsere Schüler und Schülerinnen sind bestens ausgebildet, die sind ständig auf dem neuesten Stand. Genau, die bilden sich auch stetig weiter und jede einzelne kann ich von ihnen euch empfehlen. Okay, ich bin jetzt dann wieder am Ende meiner Fragen- und Antwortenrunde angekommen. Wenn keine Fragen kommen, dann sage ich, ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Ich bin jeden Dienstag um 19 Uhr live für euch da und beantworte ich eure Fragen, die ihr auch schon die ganze Woche mir zukommen lassen könnt. Es muss nicht unbedingt Dienstagabend sein, lediglich am Dienstag um 19 Uhr bin ich live und beantworte ich diese Fragen. Okay, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich hoffe, es geht euch allen gut und noch mehr hoffe ich, dass wir bald loslegen dürfen und arbeiten können. Und ich drücke jeden die Daumen, die noch nicht arbeiten darf, an Kollegen und Kolleginnen. Wird nicht mehr lange dauern und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut, ciao!